Ich habe für euch ein gratis Overlay gebaut, das ihr einfach so verwenden könnt, ohne große Installation. Es ist ein Overlay, um eine Security Cam quasi darzustellen. Hey, guck mich auf den Nacken, ey. Creep. Was das Ganze so realistisch meiner Meinung nach macht, ist, wir haben hier eine aktuelle Zeit, ein aktuelles Datum, alles automatisch. Wir haben ein leichtes Surren im Hintergrund. Ich mach's mal an. Mach's wieder mal aus. Wir haben eine super geringe Framerate und wir haben einen leichten Schwenk hin und her, der es erst recht verkauft. So, und ich zeige euch jetzt, wie ihr das installiert, 1:1, ohne Probleme. Es ist wirklich super einfach. Was braucht ihr alles? Natürlich eine Kamera. Ihr könnt einfach eure Kamera nehmen, die ihr auf euer Gesicht richtet und die so aussehen lassen, natürlich. Aber für diesen extra Überwachungskamera-Effekt wäre es natürlich gut, eine andere, ältere Kamera, schlechtere Kamera zu haben und die einfach in eine Ecke von einem Raum zu positionieren, so wie bei mir. Ich zeig's euch kurz. Sieht man die? Da. Ganz klein. So richtig versteckt auch, dann sieht's auch versteckt aus natürlich. Dann braucht ihr OBS 28. Zumindest ich erkläre es anhand von OBS 28. Ihr könnt auch ältere OBS verwenden, selbstverständlich. Aber dann könnt ihr nicht die Plugins, die ich im Ordner gelegt habe, verwenden, sondern ihr müsst die Plugins euch raussuchen, die für euer OBS funktionieren. So oder so, OBS 28 hat keine Nachteile mehr. Ihr könnt es eigentlich alle inzwischen hernehmen. Also deswegen mache ich es für OBS 28. Und dann braucht ihr noch meine Dateien, die ich gebaut und rausgesucht habe. Findet ihr unten in der Beschreibung. Zusätzlich auch die Links zu den Plugins, wenn ihr sie selber runterladen wollt. Aber für OBS 28 sind alle Plugins, ist alles in diesem einen Ordner, den ihr runterladen könnt. Bevor wir loslegen, vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Video hier anschaut und Interesse habt an diesem Overlay. Wenn ihr jetzt noch auf Abonnieren da unten drückt, seid ihr meine Helden. Vielen, vielen Dank. Und vergesst nicht, auf die Seite forstreamers.de zu gehen. Dort gibt es weitere gratis Sachen, die ich gebaut habe und ihr einfach runterladen könnt und benutzen könnt. Zusätzlich auch lizenzfreie Musik und Künstler, deutschsprachige Künstler und Equipment und Software. Alles auf einer riesigen Website. Okay, los geht's. Wenn ihr den Ordner in der Beschreibung runtergeladen habt, dann ja, habt ihr diesen Ordner mit diesem Inhalt. Als allererstes installiert ihr euch die Schriftart. Dafür geht ihr einfach in den Ordner, Rechtsklick. Bei Windows 11 müsst ihr noch weitere Optionen anzeigen, aber ihr müsst auf jeden Fall für alle Benutzer installieren. Und dann installiert das und gut ist. Als nächstes geht ihr in den Plugins-Ordner. Und hier gibt es 3 Plugins. Und dann sucht ihr euch den Ordner, wo euer OBS hin installiert ist. Also wie auch immer ihr das installiert habt, ich kann es nicht wissen. Sucht den Ordner, wo ihr OBS hin installiert habt. Und dann geht ihr in die einzelnen Plugins rein, Move Transition, markiert das, Steuerung C oder Rechtsklick kopieren. Geht rüber in euren OBS-Ordner, Steuerung V. Und dann werden die hier reinkopiert. Dann geht ihr wieder rüber in meinen Ordner, nehmt das nächste Plugin, nehmt wieder die Ordner, die da drin sind und kopiert die rüber in euren OBS-Ordner. Das ist der allererste Ordner hier, also eins davor ist der OBS-Studio-Ordner und einfach nur einmal in den OBS-Studio-Ordner reinklicken und dann kann man hier die Sachen reinkopieren. Und als letztes StreamFX, Steuerung C, Steuerung V und drin ist es. Jetzt habt ihr Plugins installiert. Und dann startet ihr euer OBS. Ihr müsst OBS neu starten, wenn ihr die Plugins installiert habt. Also jetzt einfach OBS starten. Ihr seht zur Veranschaulichung, das ist ein komplett neues OBS. Hier ist noch nichts passiert. Das sind die Standardeinstellungen in OBS. Dann gehen wir oben auf Szenensammlung und importieren die Szene, die ich für euch gemacht habe. Klickt hier auf Ja und sucht hier bei den 3 Punkten die Szene raus, die ich für euch gemacht habe. Und das ist in dem Ordner die JSON-Datei, Security Cam Szene JSON. Und klickt dann auf Importieren. Damit ihr die Szene seht, müsst ihr sie erst wechseln. Also geht hier oben auf Security Cam bei Szenensammlung. Als allererstes geht ihr hier unten auf Security Cam, Doppelklick. Dann öffnet sich das Fenster für eure Cam und hier gebt ihr jetzt eure Cam an. In meinem Fall ist das eben die 10920, die bei mir da oben steht. Aber ja, ihr müsst hier euer Gerät auswählen, was auch immer ihr habt. Und es sollte auch bei euch schon schwarz-weiß sein. Damit die Kamera jetzt diese schlechte FPS und Auflösung hat, müsst ihr die natürlich hier angeben. Also bei der FPS-Zahl wählt ihr das niedrigste, was ihr habt, einfach aus. Kommt drauf an, was für eine Kamera ihr habt, aber jede Kamera sollte eigentlich schlechte FPS anzeigen können. Bei der Auflösung das gleiche, ich würde jetzt nicht auf das geringste gehen, aber ich bin mal auf 640 gegangen. Und ja, wählt einfach die Auflösung aus, die ihr wollt. Kann sein, dass ihr dann die Kamera vielleicht noch komplett auf das Vollbild anpassen müsst, dann nehmt ihr die einfach und zieht sie halt auf Vollbild drauf.
Es muss auch keine Kamera sein, die ihr hier macht. Es kann auch das Gameplay sein. Es kann auch irgendein Video sein, was ihr gruseliger machen wollt. Es kann alles sein, nur hier ist es halt die Kamera und dann müsst ihr die Kamera ersetzen. Aber wenn es halt nicht bei euch die Kamera ist, dann zieht ihr halt das Video, die Quelle, was auch immer, hier an die unterste Stelle, damit alles andere drüber liegt. Wenn ihr das macht, müsst ihr danach allerdings die ganzen Filter, die ich hier drauf habe, einfach rüber kopieren. Ne? Rechtsklick, kopieren und dann bei der anderen Quelle einfügen. Aber wir gehen jetzt davon aus, ihr nehmt eine Kamera, so wie ich hier, dann müsst ihr nur die Kamera ersetzen und fertig. Das ist jetzt irgendwie weird, dass ihr mich die ganze Zeit auch von hinten seht. Das habe ich nicht bedacht. Übrigens, wenn ihr Lichter ausmacht, wenn die Kamera angeht, sieht das Ganze noch ein bisschen mehr creepy aus, weil die Kamera dann automatisch nachbelichtet mit der Zeit. Dann kriegt es fast schon so einen Nachtsichtgerät-Effekt irgendwie. Aber wir sind noch nicht fertig. Es muss noch mehr drauf. Dann klickt ihr hier auf das Interface doppelt. Und hier müsst ihr euch jetzt das Interface aus meinem Ordner raussuchen. Also den Ordner, den ihr runtergeladen habt, das Bild, was da hinterlegt ist, doppelklicken einfach und dann habt ihr genau dieses Bild halt, so wie ich jetzt hier auch. Das gleiche macht ihr für das Rauschen. Wenn ihr das Rauschen mögt, könnt ihr das hier auch einfach ersetzen. Durchsuchen und das Rauschen in dem Ordner, den ihr runtergeladen habt, auswählen. Hier ist Endlosschleife zum Beispiel an wichtig, aber das sollte auch bei euch schon alles richtig eingestellt sein. Dann, wenn wir das anmachen, kommt dieses hässliche Geräusch. Das könnt ihr natürlich leise machen, wenn ihr wollt. Lauter machen, wie ihr wollt. Es sollte hier auch schon alles eingestellt sein. Wenn ihr auf erweiterte Audioeigenschaften geht, dann sollte eben das Rauschen auf nur Monitor gestellt sein. Wenn es bei euch nicht so ist, dann macht es, beziehungsweise ihr müsst halt das machen, was für euer Audio-Setup Sinn macht, sodass es eure Zuschauer und ihr hört. Oder nur eure Zuschauer hört. Ne? Das müsst ihr nach eurem Audio-Setup anpassen. Aber vielleicht mögt ihr das Rauschen auch nicht. Ich finde es allerdings logisch, dieses Rauschen, eine Art Surren, weil es einfach eine alte Kamera ist. Aber ich mache es jetzt mal aus, weil es nervt. Dann sollte es bei euch jetzt auch so aussehen wie bei mir, aber das Wichtigste fehlt noch, die Scanlines. Und die sind auch schon hinterlegt, ihr müsst nur den richtigen Ordner zuweisen. Dafür geht ihr auf den obersten Ordner, also wirklich den Ordner von der Security Cam, macht Rechtsklick und Filter. Und dann solltet ihr sehen, hier Shader. Und hier ist jetzt zu 100% der falsche Dateipfad angegeben. Also klickt ihr auch hier auf Durchsuchen. Und jetzt müsst ihr diesen Ordner hier finden, diesen Pfad hier. Ich klicke ihn für euch ganz kurz einmal durch. Ihr geht in euren OBS-Ordner, geht auf Data, geht auf OBS-Plugins, geht hier weiter runter und findet StreamFX, geht dann zu Examples, geht dann zu Shaders, geht dann zu Filter und hier gibt es jetzt CRT Scanlines. Und das ist der Effekt. Und wenn ihr den Dateipfad hinterlegt, könnt ihr hier noch auf Optionen und Parameter aktualisieren drücken und dann erscheinen all die Einstellungen und bei euch sollte jetzt das Bild so aussehen wie bei mir, dass die Scanlines da sind. Auch sollte sich das Bild bei euch schon so langsam hin und her bewegen. Diese Funktion ist bei der Kamera hinterlegt, wenn ihr hier auf Filter geht. Und zwar ist es der Move-Filter. Im Endeffekt, kurz zu erklären, was passiert, ich habe das Bild rangezoomt, also eigentlich ist das Bild viel größer. Und ich habe dann an das Bild rangezoomt und dann mit dem Move-Value schwenken wir nach links. Und dann mit dem Move-Value Right schwenken wir nach rechts. Und hier ist eben eingestellt, dass der eine ausgeht und dann der andere angeht. Das heißt, es bewegt sich die ganze Zeit von links nach rechts, von links nach rechts, von links. Ihr seht auch hier, jetzt wollte sich das hier gleich aktivieren. Zack, ich habe nichts gedrückt, es hat sich von alleine aktiviert. Deswegen bewegt sich das Bild langsam nach rechts und links. Aber ihr müsst hier nichts machen, außer ihr wollt das Bild vielleicht schneller bewegen lassen. Dann müsst ihr halt da ein paar Werte verändern. Aber ich finde die Geschwindigkeit so eigentlich perfekt und logisch. So, ihr müsst jetzt eigentlich nichts mehr ändern. Nur zur Info, die Zeitangaben hier oben werden aus dem Internet aktualisiert, da solltet ihr nichts machen müssen. Das ist dieser Link, der hier angegeben ist. Hier könnt ihr auch, wenn ihr den Link bearbeitet, die Farbe ändern, die Schriftart ändern und deswegen habt ihr übrigens auch die Schriftart runtergeladen, weil hier steht die Schriftart drin und OBS sollte jetzt auf die Schriftart auf eurem PC in Windows zugreifen und deswegen haben wir hier diese Schriftart, die einfach gut dazu passt. Ich würde hier nichts verändern, aber hier könnt ihr Werte verändern, um die Schrift anders aussehen zu lassen, um die Schrift grün oder rot zu machen, was auch immer. Sollten bei euch die Browserquellen irgendwann nicht mehr drin sein, warum auch immer, ich habe sie hier nochmal in einer Textdatei hinterlegt. Das sind die beiden Browserquellen, die ihr einfach angeben müsst. Aber die sind schon hinterlegt. Ja, und das ist der Ordner. Das ist alles, was ihr machen müsst. Für das Ganze locken. Und dann habe ich eben, wie ich das halt gerne mache, dank dem StreamFX-Plugin, ich arbeite mit Quellenspiegeln. Damit ihr jetzt nicht immer diesen fetten Ordner in jeder Quelle haben müsst, wo ihr diese Security Cam verwenden wollt, könnt ihr diesen Quellenspiegel hier nehmen, was exakt das gleiche Bild ist. Ihr müsst es hier noch nicht mal anhaben. Das heißt, ihr habt diesen fetten Ordner sonst wo irgendwo versteckt
und dann habt ihr diesen Quellenspiegel hier und könnt ihn überall einfach verwenden. Ihr könnt es auch kleiner machen und größer machen, sodass ihr zum Beispiel eben das nur so als kleines Bild zu eurem Gameplay macht oder halt als zusätzliches Bild, was ein bisschen creepy von hinten aussieht. Als letzter kleiner Schritt, der immer notwendig ist noch, das ist jetzt eine komplette Szenensammlung und die wollt ihr ja jetzt auch in eure Szenensammlung rüberbekommen. Und hierfür habe ich euch eben auch ein Plugin dazugelegt und das heißt Source Copy. Das heißt, ihr geht jetzt hier, wenn ihr hier seid, auf Settings, weil bei mir heißt diese Szene Settings, und nehmt einfach diese Szene und drückt auf Copy. Und jetzt geht ihr eben in eure Szene. Ich gehe jetzt mal in die Szene, die hier komplett automatisch angelegt wurde, wenn man OBS startet, unbenannt. Und hier gibt es jetzt auch unter Werkzeuge eure Source Copy. Und jetzt macht ihr hier einfach Paste Scene. Und schon sehen wir hier unten, ist die Settings-Szene rüberkopiert worden mit unserer Security Cam. Das ist jetzt quasi, das sind jetzt alle eure OBS-Einstellungen und jetzt haben wir gerade die Security Cam hinzugefügt. Den Ordner müsst ihr auch mitnehmen natürlich, weil da ist alles drin. Aber den könnt ihr irgendwo versteckt irgendwo lassen und nehmt halt einfach jetzt diese Security Cam Quelle und könnt die überall reinpacken, wo immer ihr wollt. Das ist es tatsächlich. Mehr ist es nicht. Super, super einfach. Ich habe alles extra so angelegt, dass ihr es einfach nur 3-4 Quellen sind, die ihr ersetzen müsst. Und die sind alle im Ordner hinterlegt. Schriftart vergessen nicht zu installieren. Plugins richtig installieren. Wenn bei euch was nicht funktioniert, dann liegt es zu 99% daran, dass ihr die Plugins nicht richtig installiert habt. Aber wenn ihr das so macht wie ich gerade, dass ihr einfach die Plugins nehmt und rüberzieht in den OBS-Ordner, dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Wenn es Probleme gibt, kommt auf den Discord vorbei und wir versuchen euch zu helfen. Und jetzt natürlich Shoutout an die ganzen Mitglieder und Patrons von diesem Kanal hier. Vielen, vielen Dank euch. Dankeschön, vor allem die roten Leute, ihr seid sowieso crazy. Vielen, vielen Dank. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Overlay gefällt euch und ihr benutzt es, vor allem jetzt vielleicht für eure Horror-Streams oder sonst wann immer. Ich benutze es, um einfach, dass Leute ein bisschen stalken können und mich von hinten beobachten können, was manchmal echt creepy ist, vor allem wenn der ganze Rücken irgendwie schwitzt oder so. Aber hey, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.